Im Verordnungspaket innen ist das gesamte Energiegesetz mit Ausnahme des Artikels 15, das sind die Abnahmevergütungen, und im Stromversorgungsgesetz wird die Grundversorgung, Energiereserve, Stärkung, Winterzubau, das sind die 15 Wasserkraftwerke, die neu gebaut werden sollen oder erweitert werden sollen, die Datenplattform, Verstärkung und Sunshine-Regelung angepasst. Auch drin ist das Waldgesetz. Im zweiten Verordnungspaket, was auf den 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt werden wird und was wahrscheinlich im ersten Quartal 2025 vom Bundesrat beschlossen werden wird, wird dann die Abnahme- und Vergütungspflicht geregelt werden. Das Stromversorgungsgesetz wird die dynamischen Tarife regeln, vor allem auch die LEG. Und das ganze Messwesen und die Flexibilität, das schauen wir uns gleich noch im Detail an. Bevor wir nun in die Verordnung einsteigen, vielleicht für Sie Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Produktion. Hintergrund ist, weswegen haben wir die ganze Übung überhaupt gemacht? Warum haben wir den Mantelerlass im Juni abgestimmt? Ziel war, dass die Erneuerbaren massiv ausgebaut werden sollen, und zwar auf einen Ausbauzielwert von 35 Terawattstunden bis 2035. Wenn wir dies alles mit Photovoltaik erreichen wollen, das nur als Erinnerung, bedeutet das eine Verdoppelung des jetzigen Ausbaus während der nächsten 10 Jahre. Ob das realistisch ist, werden wir sehen. Und wichtig hierbei ist noch zu betonen, dass sowohl der Benoît Rewa, der Direktor vom Bundesamt für Energie, wie auch Bundesrat Albert Röst, die beide unabhängig voneinander gesagt haben, wenn der Zubau nicht so kommt wie geplant, dann ziehen wir die Option Kernkraftwerk. Das heißt, wir Solaren sollten alles daran setzen, dass wir auch den Zubau auf die 35 Terawattstunden innerhalb der nächsten 10 Jahre schaffen. Das nur mal als Ziel. Das zweite Ziel, was sich das Gesetz gesetzt hat, waren auch Verbrauchsziele. Verbrauchsziele ist, dass der Energieverbrauch um 43% pro Person und Jahr bis 2035 gesenkt werden soll. Und wichtig hier ist noch die Sonderstellung des Bundes und der Kantone. Der Bund und der Kanton sollen eine Vorbildfunktion einnehmen, und der Energieverbrauch soll hier bis 2040 um 53% gesenkt werden. Allerdings finden sich in den Verordnungen zum Energiegesetz bis heute keine Ausführungsbestimmungen, und ich bezweifle, dass die auch im Q1/25 kommen werden, denn es heißt, das Energiegesetz wäre bis auf die Abnahmevergütung vollständig durch die Verordnung abgedeckt. Hier werden wir von der Schweizerischen Vereinigung für Sonnenenergie aus schauen, wie wir das vielleicht doch noch politisch hinbekommen, denn diese Vorbildfunktion ist eigentlich immens wichtig. Weiterhin, bevor ich jetzt in die Verordnung einsteige, Erinnerung an die Effizienzziele ab 2025. Und zwar die Ziele sind gemäß Stromversorgungsgesetz, Mantelerlass, 2 Terawattstunden Strom einzusparen bis 2035. Das wären 3,3% Effizienzsteigerung nach meinen Berechnungen. Das ist schon mal sehr wenig. Wir schaffen wesentlich mehr mit geringem Aufwand. Aber egal. Es sind die 2 Terawattstunden im Gesetz. Interessant ist nun, wie es die Verordnung umsetzen. Für 2025 ist gar kein Ziel vorgegeben für die Elektrizitätslieferanten. Für 2026 1% und erst ab 2028 2%. Das Bundesamt für Energie geht selbst davon aus, im erläuternden Bericht, dass damit nur 1 Terawattstunde Stromeinsparung möglich sein wird. Und hier steht dann auch im Gesetz, zeichnet sich ab, dass die Effizienzgewinne nach Absatz 1 nicht erreicht werden können, so kann der Ausbau erneuerbarer Kraftwerke intensiviert werden, was auch immer das heißen mag. Ich persönlich bin der Ansicht, dass wir diese Effizienzziele, die im Gesetz stehen, auch erreichen sollten und dass der Bundesrat Verordnungen erlassen sollte, die das ermöglichen, diese Effizienzziele zu schaffen. Zur Effizienz wichtig für uns alle, wenn wir in Diskussionen wegen Strompreiserhöhungen kommen, ist, dass diese Effizienzziele oder die Effizienzsteigerungen müssen die
Verteilnetzbetreiber oder die Elektrizitätslieferanten liefern und die Kosten dürfen sie weitergeben via Energiekomponente. Und der Bundesrat ist im erläuternden Bericht der Ansicht, dass damit die Effizienzdienstleistungen möglichst kostengünstig erbracht werden und die Kosten möglichst tief gehalten werden. Es sind allerdings keine Kostenvorgaben für die Effizienzdienstleistungen drin. Das bedeutet, dass zum Beispiel Energielieferanten auch Pumpen austauschen können, Kompressoren in der Industrie oder Beleuchtungen oder anderes und können das zumindest teilweise dann überwälzen auf die Energiepreise in der Grundversorgung. Dies alles muss dokumentiert werden auf Formblättern des Bundesamts für Energie. Aber hier möchte ich auch nicht weiter darauf eingehen, auf die Effizienz, sondern jetzt auf die Verordnungen kommen. Und wir steigen jetzt ein in das große Thema Photovoltaik. Da sind verschiedene Sachen ja geplant im Mantelerlass. Ich gehe jetzt die nächsten Folien zeigen einfach, was alles geplant ist im Mantelerlass. Was davon dann umgesetzt wird, werde ich erläutern. Wie Sie alle wissen, sind die Vergütungsmodelle neu umgebaut. Neu wird der Photovoltaikstrom zum Referenzmarktpreis vergütet werden mit einem Minimalpreis nach unten. Diese neuen Vergütungsmodelle kommen erst 2026. 2025, und das ist noch wichtig, gilt das bisherige Regime. Also das heißt, die Kosten der vermiedenen Beschaffung, die können Ihnen als Rückspeisevergütung, als Rückliefervergütung ausgezahlt werden. Nicht können, sondern müssten. Das Problem, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass einige Verteilnetzbetreiber schon auf 2025 auf das Referenzmarktmodell umgestellt haben. Das ist wohl so nicht zulässig. Das ist nur dann zulässig, wenn der Verteilnetzbetreiber seinen Strom am Spotmarkt beschafft. Dann kann er sagen, die Kosten der vermiedenen Beschaffung sind genau die Spotmarktpreise. Beschafft er strukturiert, muss er ihnen dies auch als Rückliefervergütung vergüten. Wie das genau gehandhabt wird, wissen wir selbst noch nicht. Ein Mitglied von uns hat hier diese Woche an die ElCom folgende Anfrage gestellt. Gemäß Bundesamt für Energie lässt sich das Referenzmarktmodell bis Ende 2025 nur dann anwenden, wenn das EVU den Strom für die Grundversorgung ebenfalls am Spotmarkt und nicht am Terminmarkt beschafft. Fragen: Überwacht die ElCom die Einhaltung dieser Regel? Und Frage 2: Wie kann ich als Konsument nachvollziehen, ob mein EVU den Strom am Spot- oder Terminmarkt einkauft? Hintergrund ist der, dass zum Beispiel die BKW die Spotmarktpreise zahlen, behaupten, vielleicht haben sie recht und wissen es nicht, dass sie auch den Strom nicht strukturiert beschaffen, sondern am Spotmarkt. Nachprüfen können wir es nicht und deswegen die Frage an die ElCom. Wir werden Sie hier auf dem Laufenden halten, wenn sich etwas tut. Sollte Ihr Versorger neu Spotmarktpreise vergüten und im 2024 noch höhere Rückliefertarife gezahlt haben, dann können Sie uns gerne schreiben. Und wir werden der Sache nachgehen. Oder noch besser, Sie fragen direkt selbst an. Sie können diese Folie hier nehmen. Wir stellen die auf dem Web zur Verfügung und können anfragen, wie das käme. Weil in 2025 gilt noch das bisherige Regime. So viel zu den PV-Abnahmevergütungen. Kommen wir zum nächsten Thema, der Einmalvergütung. Bei der Einmalvergütung ändert sich nicht viel. Es gibt weiterhin die Gleif-, Greif- und die hohe Einmalvergütung. Neu, das sehen Sie auf dieser Folie, gibt es auch eine Gleif für integrierte Anlagen und es gibt eine Anhebung des Neigungswinkelbonuses. Die Idee ist, dass Anlagen mit steilen Anstellwinkeln besonders gefördert werden sollen. Die werden teilweise verdoppelt. Die Boni, die kommen dann auf die Gleif-, Greif- oder hohe Einmalvergütung noch drauf. Immerhin zum Beispiel 200 Franken pro Kilowatt. Neu ab 2025, genauer gesagt ab 1.4.25, wird der Parkflächenbonus sein. Der beträgt dann 250 Franken pro Kilowatt, wenn Sie Parkflächen überdachen. Im Gegenzug wird es eine leichte Senkung der Leistungsbeiträge geben für die Klassen kleiner 30 kW und größer 100 kW.
bis zur Kleist-Greif-und-Hohn-Einmalvergütung für Neuanlagen ab 150 Kilowatt ohne Eigenverbrauch gilt neu diese Regel, oder das ist eine Ergänzung der bisherigen Regel. Sie haben bisher schon die Wahlmöglichkeit zwischen der hohen Einmalvergütung, einer Teilnahme an einer Auktion für die hohe Einmalvergütung oder neu auch die Auktion für die gleitende Marktprämie. Wie die ausgestaltet werden wird, zeige ich Ihnen in der nächsten Folie. Sie wird als Contract for Difference ausgestaltet sein. Wichtig ist, dass Sie bei den Auktionen nicht wirklich eine Wahlmöglichkeit haben. Sie müssen mit Ihrem PV-Projekt sich vorab entscheiden, nehmen Sie an der Auktion für die Einmalvergütung teil oder der für die gleitende Marktprämie. Denn die Auktionen für die Einmalvergütung und gleitende Marktprämie, die werden zeitgleich stattfinden. In 2025 leider nur zweimal pro Jahr. Das wird am 1. Mai 2025 und Anfang November 2025 sein. So mein aktueller Wissensstand. Ich finde es sehr schade, die Auktionen müssten öfter stattfinden, denn wir bauen hier in der Schweiz vor allem im Bestand. Und wenn Sie dann nur halbjährlich wieder zubauen können, ist das etwas mühsam. Wichtig ist auch noch, sollten Sie zum Beispiel an der Auktion für die gleitende Marktprämie teilnehmen, einen Zuschlag bekommen und stellen fest, es geht für Sie doch nicht auf und Sie bauen nicht, das heißt, wenn die Inbetriebnahme nicht innerhalb 24 Monaten stattfindet, dann ist das Grundstück, auf dem das Projekt sich befindet, für 5 Jahre von den Auktionen ausgeschlossen. Sie können also auch nicht mehr an der Auktion für die hohe Einmalvergütung teilnehmen. Neu ist auch, dass keine Sicherheitsleistung mehr geleistet werden muss. Dafür wird es eine Teilnahmegebühr geben von 300 Franken, die dem Netzzuschlagfonds gutgeschrieben werden wird. Mit dem Bau darf nicht vor dem Zuschlag begonnen werden. Das ist auch noch wichtig. Es sind grundsätzlich nachträgliche Erweiterungen möglich. Und Sie können auch eine Anlage aufsplitten, indem Sie zum Beispiel eine 200 Kilowatt Peak-Anlage in eine mit 50 Kilowatt aufsplitten für Eigenverbrauch und hier die Kleif geltend machen und mit der 150 Kilowatt Anlage dann ohne Eigenverbrauch in die Auktion gehen. Ob diese Aufsplittung physikalisch stattfinden muss mit zwei Wechselrichtern und zwei Messpunkten oder auch virtuell möglich sein wird, sind wir im Moment am Abklären. Vielleicht noch als Seitenbemerkung, der Bundesrat legt immer Wert auf Technologieneutralität, Stichwort Kernkraftwerke. Technologieneutral würde heißen, dass alle auch die gleich langen Spieße haben. Bei der Wasserkraft ist es so, dass hier keine Auktionen stattfinden, sondern für die Wasserkraft wird individuell für jedes Projekt eine Einmalvergütung berechnet und eine gleitende Marktprämie. Beides wird per Bescheid dem Wasserkraftinvestor zugestellt. Er hat dann 60 Tage lang Zeit, sich zu entscheiden, ob er die hohe Einmalvergütung nehmen will für sein Wasserkraftprojekt oder die gleitende Marktprämie. Ich persönlich fände es schön, wenn auch die Photovoltaik diese Möglichkeit hätte und sich entscheiden könnte, was sie wollte, je nachdem, welche Auktion das bessere Ergebnis liefern würde. Dies nur als Nebenbemerkung zur gleitenden Marktprämie für Photovoltaik ohne Eigenverbrauch noch einmal zusammengefasst. Sie wird auktioniert für die Photovoltaik, analog der Auktion für die hohe Einmalvergütung. Die Gebotsabgabe wird in Rappen pro Kilowattstunde stattfinden. Und wenn Sie einen Zuschlag bekommen und gebaut haben, verpflichten Sie sich für 20 Jahre in dieser gleitenden Marktprämie zu bleiben. Ein Ausstieg wird nicht möglich sein. Die gleitende Marktprämie ist als Contract for Difference ausgestaltet. Das bedeutet, dass wenn der Marktpreis, den Sie erzielen können mit Ihrem PV-Strom, höher ist als der Preis, für den Sie den Zuschlag bekommen haben, müssen Sie den überschießenden Teil dem Netzzuschlagfonds rückerstatten. Ist der Marktpreis allerdings niedriger als der Preis, für den Sie den Zuschlag bekommen haben, bekommen Sie die Differenz aus dem Netzzuschlagfonds rückerstattet. Im Prinzip ist es das Phase-Fix-Modell über 20 Jahre Laufzeit. Es gibt ein Detail, es gibt noch ein Wintermerci sozusagen in den Monaten Dezember bis März. Wenn der Marktpreis dann höher ist als der Preis, für den Sie die Auktion gewonnen haben, können Sie 10% des überschießenden Teils für sich behalten. Für mehrwertsteuerpflichtige Betreiber gibt es eine Reduktion, das hat mit der Mehrwertsteuer zu tun.
Und die Herkunftsnachweise werden auch in den Referenzmarktpreis eingerechnet. Sie können aber als Betreiber meines Wissens frei darüber verfügen. Das ganze Thema Herkunftsnachweise habe ich im Detail noch nicht angeschaut, muss ich sagen. Zusätzlich gibt es noch für diesen Zuschlag, Gebotsabgabe Rappen pro Kilowattstunde, können Sie noch verschiedene Boni reinrechnen. Wenn die Anlage steil aufgestellt ist, haben Sie einen Neigungswinkelbonus. Oder auch wenn Sie eine Parkfläche bauen, überbauen, und dann bekommen Sie einen Parkflächenbonus von einem Rappen pro Kilowattstunde auf das zugeschlagene Gebot, was Sie bekommen haben. Wir können nachher dann noch zu Fragen darauf eingehen. Auch hier wieder eine Besonderheit: Wenn Sie keine Privatperson sind, sondern ein Teilnetzbetreiber, dann können Sie die Gestehungskosten Ihrer gesamten Produktion durchschnittlich in die Grundversorgung einrechnen. Sie können als Verteilnetzbetreiber auch an der gleitenden Marktprämie teilnehmen. Sollten Sie unerwartet während der Laufzeit mehr Kosten haben, zum Beispiel weil Solarmodule vor der Zeit kaputt gehen und nicht versichert sind, Wechselrichterausfälle oder anderes, dann können Sie diese Mehrkosten in die durchschnittlichen Gestehungskosten der Grundversorgung einrechnen. Ich fände es schön, wenn wir privaten Betreiber auch genau diese gleichen Chancen und Möglichkeiten hätten. Kommen wir zum nächsten Thema, was Sie wahrscheinlich alle schon vernommen haben. Das geht um die virtuelle ZEV. Die ZEV selber möchte ich jetzt nicht ausführen, da langt die Zeit nicht dazu. Es ist der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Bisher ist es so, dass Sie bei der ZEV zusammenschließen, zum Beispiel drei Stockwerke in einem Mehrfamilienhaus, drei Eigentümer, drei Zähler, alles mit eigener Verdrahtung, eigenen Zählern versorgen, und Sie sind dann ein Ansprechpartner gegenüber dem Verteilnetzbetreiber oder Elektrizitätslieferanten und bekommen von dem nur eine Rechnung gestellt, und Sie verteilen das dann intern weiter. Neu geht das Ganze virtuell. Das bedeutet, Sie müssen keine eigenen Leitungen mehr legen, keine eigenen Zähler installieren. Sie können auf die komplette bestehende Infrastruktur aufsetzen, und optimalerweise kann eine ZEV dann gegründet werden, ohne dass auch nur ein Schraubenzieher in die Hand genommen werden muss. Das bedeutet, und das wird dadurch realisiert, dass auf der Netzebene 7 die Benutzung der Anschlussleitungen zum Verteilkasten, zur Verteilkabine, also Sie haben zum Beispiel drei Einfamilienhäuser, die sternförmig an eine Verteilkabine angeschlossen sind, dass Sie diese Anschlussleitungen benutzen dürfen, inklusive der elektrischen Infrastruktur in der Verteilkabine und auch direkt am Trafo, wenn die Verteilschiene direkt am Trafo ist. Und dadurch, dass Sie das alles benutzen können, können Sie die virtuelle ZEV so gründen. Dies geht nur bei Verteilkabinen, bei Muffennetzen steht in den Verordnungen, ist im Normalfall die Nutzung nicht möglich, was auch immer das heißen wird. Und in der Praxis, die Messerei wird dann so laufen, dass die bestehenden intelligenten Messsysteme der Netzbetreiber, die hoffnungsvollerweise dann schon installiert sind, virtuell vom Netzbetreiber zu einem Messpunkt zusammengefasst werden, und für diesen einen Messpunkt bekämen Sie als ZEV-Betreiber dann die Abrechnung. Und für die interne Abrechnung und Verteilung des Stromes hat der Netzbetreiber Ihnen die notwendigen Messdaten unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung wie bei der normalen ZEV ist auch hier, die Produktionsleistung der gesamten virtuellen ZEV muss mindestens 10% der gesamten Anschlussleistung sein. Für die Eigenverbrauchsoptimierung innerhalb der ZEV brauchen Sie ja quasi Echtzeitdaten. Das wird nicht über die für die Abrechnung notwendigen Messdaten erfolgen können. Die werden anscheinend nur tagesaktuell geliefert werden, wenn überhaupt. Auch da wissen wir Details noch nicht. Das kommt erst in Q1 25. Aber ab 2026 ist vorgesehen, dass die Zähler standardisierte Schnittstellen haben, wo sie direkt an den Zählern dann die Lastgangdaten abrufen können. Das heißt, sie müssen dann doch wieder ein IT-Netz aufbauen, wo sie dann die Lastgangdaten einzelnen Zähler abrufen können bei einer verteilten virtuellen ZEV und dort
dann optimieren. Wichtig ist auch noch, Sie müssen ja wissen, wer hängt an einer Verteilkabine. Das sehen Sie der Verteilkabine ja nicht an. Dafür müssen die Verteilnetzbetreiber innerhalb 15 Arbeitstagen die für die Einrichtung des virtuellen Selbst nötigen Informationen liefern. Das heißt, die Netztopologie, wer hängt an der Verteilkabine, Namen und Adressen der Endverbraucher, Erzeugungsanlagen und Speicher. Das heißt, also wenn wir das jetzt richtig lesen, wenn Sie eine virtuelle ZEV gründen wollen, können Sie zum Verteilnetzbetreiber und diesen nach diesen Daten anfragen und er muss sie Ihnen innerhalb 15 Arbeitstagen zur Verfügung stellen. Danach können Sie dann zu Ihren Nachbarn gehen und ihnen vorschlagen, eine virtuelle ZEV zu gründen. Auch innerhalb einer virtuellen ZEV muss nicht jeder teilnehmen. Wenn in einem Mehrfamilienhaus zum Beispiel dann ein Stockwerk sagt, ich möchte nicht teilnehmen oder eine Wohnung, dann rechnet der Verteilnetzbetreiber den raus. Dann wird dessen Zähler praktisch nicht dem virtuellen Messpunkt zugerechnet. Wichtig auch die Wartung der Anschlussleitung, Verteilkabinen und Niederspannungsverteilung innerhalb einer Trafostation sind weiterhin Teil des Verteilnetzes. Der Verteilnetzbetreiber bleibt verantwortlich für den Unterhalt. Sie können diese Teile aber mit nutzen. Was im Moment noch unklar ist, ob es Übergangsbestimmungen geben wird, wenn zum Beispiel eine neue Trafostation gebaut wird, neue Verteilkabinen, was auch immer, und der Verteilnetzbetreiber einzelne ZEV-Teilnehmer umhängt und die ZEV plötzlich nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, löst die sich dann schlagartig auf oder wird es Übergangsfristen geben? Das wissen wir selber noch nicht. Und der letzte Punkt hierzu noch, wenn Sie eine virtuelle ZEV planen wollen und zum Beispiel den durchschnittlich erreichbaren Eigenverbrauch rechnen wollen, können Sie die historischen Daten der letzten 5 Jahre abrufen. Ab 2027, 2028 wird das kostenfrei über die nationale Datenplattform möglich sein. Bis dahin gilt wahrscheinlich, muss ich sagen, wir wissen es nicht genau, Stromversorgungsverordnung Artikel 8 Absatz 4. Nämlich, dass der Verteilnetzbetreiber Ihnen diese Daten gegen kostendeckende Vergütung zu liefern hat. Zur virtuellen ZEV wird es ein Merkblatt geben vom BFE, was bis Ende 2024 herauskommen wird. Ich denke, da werden ganz viele Fragen von diesem beantwortet werden. Springen wir von der virtuellen ZEV zur lokalen Elektrizitätsgemeinschaft und dort können wir direkt weiterspringen, weil die kommt erst ab 2026. Das Messwesen auch hier erst ab 2026. Wichtig für uns ist, wenn Sie eine virtuelle ZEV gründen wollen, haben Sie Anspruch auf ein intelligentes Messsystem. Wollen Sie also eine virtuelle ZEV gründen, aber es sind noch klassische Ferrari-Zähler verbaut, muss der Verteilnetzbetreiber innerhalb 3 Monaten bei allen, die am virtuellen ZEV teilnehmen wollen, intelligente Messsysteme installieren. Es ist im Gesetz noch vorgesehen, wenn er sie nicht installiert, können Sie selber und diese Kosten rückverrechnen. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Ich denke, da müssen wir aufs Quartal 1.25 warten, wenn das gesamte Messwesen in den Verordnungen geregelt werden wird. Verlassen wir die Netzverstärkung. Ich bin auch schon über der Zeit von 20 Minuten bis 30, aber ist auch bald fertig. Die Netzverstärkung und Anschlussleitungen, das ist auch noch wichtig. Die werden auch ab 1.1.25 geregelt werden. Das heißt, wenn Sie erzeugungsbedingt eine Netzverstärkung brauchen, zum Beispiel ein Bauernhof muss eine Leitungsverstärkung legen, dann sind dies anrechenbare Netzkosten. Das gilt auch für Anlagen, die direkt an einer Trafostation auf Netzebene 6 dann angeschlossen werden. Interessanterweise bekommt der Verteilnetzbetreiber von der Swisscrete eine pauschale Abgeltung von 59 Franken pro Kilowatt neu installierte Versorgungsleistung, egal ob er dafür etwas tun muss oder nicht. Wir als PV-Investoren bekommen auf Nachweis Maximum 50 Franken pro Kilowatt Erzeugungsleistung rückgerechnet. Wie das ist, wenn die Leitung neu gebaut werden muss, weil zum Beispiel ein anderer Anschluss stattfindet oder es ist keine Verstärkung, sondern ein Neubau,
Und andere Fragen haben wir zusammengefasst und an das BFE geschrieben. Wir haben noch keine Antwort, logischerweise. Die haben im Moment wohl sehr viele Fragen. Sobald wir da Antwort haben, werden wir via Newsletter oder via einem anderen Online-Treff informieren. Also auch hier bei den Anschlussleitungen gibt es im Moment noch einige Fragen, die werde ich aber auch klären die nächsten Monate. Zur Flexibilität, auch die können wir überspringen. Die kommt auch erst 2026. Für Sie wichtig ist, in der Flexibilität ist ja vorgesehen, dass es eine garantierte Flexibilität gibt des Verteilnetzbetreibers. Den Verordnungsentwürfen ist von 3% die Rede. Das würde entsprechen einer Abregelung der Anlage auf 70% der Einspeiseleistung. Die wird erst ab 2026 kommen. Die Verordnungen kommen erst im Q1 25. Das heißt, wenn Ihnen in 2025 der Verteilnetzbetreiber die Anlage abregeln will, dann darf er das noch nicht. Er darf es nur, wenn die Netzstabilität akut gefährdet ist. Dynamische Tarife, auch die werden erst 2026 kommen. Die werden wir uns dann anschauen. Da geht es dann vor allem bei ZEVs um das Rechnen der Amortisation. Kommen wir noch zum Netznutzungsentgelt für Speicher. Hier unterscheidet das Stromversorgungsgesetz zwischen Speichern ohne Endverbrauch und Speichern mit Endverbrauch. Die Speicher ohne Endverbrauch sind jetzt schon geregelt. Die sind vom Netzentgelt befreit. Das erlaubt Quartierspeicher. Speicher mit Endverbrauch werden auch ab 01.01.26 umgesetzt. Die sind im Moment noch nicht vom Netzentgelt befreit. Interessanterweise gibt es in der Stromversorgungsverordnung noch zwei Artikel, deren Nutzen uns noch nicht ganz klar ist. Das eine ist der Artikel 16. Entstehen in Verteilnetzen durch Anschluss oder Betrieb von Erzeugungsanlagen oder von Speichern ohne Endverbrauch unverhältnismäßige Mehrkosten, so sind diese nicht Teil der Netzkosten. Sie müssen in einem angemessenen Umfang von den Erzeugern und den Betreibern der Speicher ohne Endverbrauch getragen werden. Solange noch nicht klar ist, was genau damit gemeint ist, empfehle ich Ihnen, dass Sie schon bei Planung einer Anlage auf den StromVV Artikel 16 achten und nachfragen beim Verteilnetzbetreiber oder im Zweifel auch bei der ElCom, ob das für Sie gilt oder nicht. Nicht, dass Sie nachher doch wieder auf einem Teil der Kosten sitzen bleiben. Ein weiterer Punkt, der neu drin ist, der Artikel 31o, ist, dass Speicher ohne Endverbrauch ein Anrecht auf Belieferung durch die Grundversorgung haben. Was das bedeutet, erschließt sich mir noch nicht. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man zu Zeiten hoher Marktpreise die Speicher laden kann mit Strom aus der Grundversorgung, der strukturiert und damit preiswerter beschafft wurde, und dann vielleicht 10 Minuten später den Strom wieder verkaufen kann zu hohen Marktpreisen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das der Wille des Gesetzgebers oder auch des BFEs ist. Insofern kann ich Ihnen leider noch nicht genau sagen, was Artikel 31o für Auswirkungen hat und ob überhaupt. Kommen wir zum Gegenschluss jetzt noch zur Datenplattform. Die Datenplattform ist eine Idee, dass es eine schweizweit einheitliche Plattform geben wird, wo sämtliche Schweizer Messstellen ja eine Plattform abrufbar sind. Das sind einmal Bestandsdaten und zum anderen Messdaten. Die Bestandsdaten sind Messstellennummer, Name, Ansprechpartner, Adresse, Gebäudeidentifikationsnummer und so weiter. Und die Messdaten, die liegen weiter beim Verteilnetzbetreiber, sollen aber über die Datenplattform zentral in einem standardisierten Format abgerufen werden können, sodass Sie quasi eine Schnittstelle haben in die Datenplattform und dort von jedem Verteilnetzbetreiber die Messdaten abrufen können. Das Ganze soll kostenlos stattfinden. Es sind leider keine Echtzeitdaten. Es eignet sich nicht zum Steuern von Bilanzgruppen, nur bedingt. Es eignet sich aber nicht zur Eigenverbrauchsoptimierung oder für LEGs, denn die Datenaktualität, so ist vorgesehen, ist immer, dass die Daten am Folgetag der Messung zur Verfügung stehen sollen. Der zeitliche Fahrplan sieht so aus, dass im 2025 die Datenplattform spezifiziert werden soll, ein Datenplattformbetreiber ausgewählt werden soll und dass die Datenplattform mit einem relevanten Anteil der Messstellen auf Anfang 27 in Betrieb gehen soll. Doch da haben wir noch etwas Zeit. Die letzten drei Folien sollen Ihnen noch
zeigen, was eigentlich auch noch im Mantelerlass steht, über den wir abgestimmt haben, wo die Verordnungen leider zu fehlen. Das eine ist die Solarpflicht. Ein ganz wichtiger Punkt. Alle neuen Gebäude mit einer anrechenbaren Gebäudefläche mehr als 300 Quadratmeter haben eine Solarpflicht. Und Infrastrukturanlagen des Bundes und der bundesnahen Betriebe müssen solaraktiv ausgerüstet werden. Werden sie das nicht, so müssen diese Flächen privaten oder auch Solargenossenschaften zur Verfügung gestellt werden. Leider gibt es keine Ausführungsbestimmungen dazu. Ich bezweifle auch, dass die im Quartal 1,25 kommen werden, hoffe es aber sehr, denn es müsste zumindest ausgeführt werden, ab wann eine Infrastrukturanlage, zum Beispiel einer Solargenossenschaft, zur Verfügung gestellt werden muss und was das mit der anrechenbaren Gebäudefläche dann genau bedeutet. Auch hier werden wir dann bei der Politik nachhaken. Solar von nationalem Interesse ist auch neu. Das kann allenfalls auch Solargenossenschaften betreffen, wenn sie eine große Anlage bauen. Es sind nämlich schon Anlagen, deren Produktion von Oktober bis März mindestens 5 Gigawattstunden beträgt. Das gilt auch für Solarthermie, zum Beispiel Nahwärmenetze, die mit Solarthermie nachgeheizt werden. Auch da gilt es 5 Gigawattstunden Energieertrag von Oktober bis März. Diese Anlagen haben nationales Interesse. Das heißt, haben reduzierte Einsparmöglichkeiten und gehen anderen nationalen Interessen wie Natur- und Umweltschutz und anderes voraus. Interessant ist, dass eine Anlage nicht zusammenhängend gebaut werden muss, damit sie von nationalem Interesse ist. Sie kann aus mehreren Modulfeldern bestehen. Dazwischen können Steilwände sein, Wiesen, Flüsse, was auch immer. Und in dem erläuternden Bericht steht auch drin, eine Distanz von mehreren hundert Metern zwischen den einzelnen Modulfeldern scheint grundsätzlich denkbar. Das heißt, Sie können im Prinzip vielleicht ein ganzes Bergdorf als eine große Anlage von nationalem Interesse planen. Ich weiß es nicht. Wir sind gespannt. Nationales Interesse, nur als Hinweis, Belpmoos Solar, das ist eine Magerwiese am Segelflughafen Belp bei Bern, soll von dem BKW mit 35 Megawatt eine Anlage gebaut werden. Dieser wird mehr als 5 Gigawattstunden Winterstromanteil haben und ist damit von nationalem Interesse. Meiner persönlichen Ansicht nach sollten wir zuerst im Bestand zubauen. Ich habe das mal umgerechnet. Die 35 Megawatt wären beim jetzigen Ausbautempo in 1,2 Wochen zugebaut. Wesentlich schneller und wir hätten vielleicht auch nicht den Nebel, der am Segelflughafen Belpmoos Solar ist. Ja, AKRI-PV kommt ab Juli 2025. Da wird sich die Raumplanungsverordnung ändern. Das werden wir dann auch noch separat anschauen. Grundsätzlich gilt aber zum Beispiel, dass Parkplatzüberdachungen grundsätzlich zonenkonform sind. Als letztes noch, das betrifft uns nicht, das betrifft aber zum Beispiel Wind. Es gibt Projektierungsbeiträge für das Ziel von Projektierungsbeiträgen ist, dass Anlagen überhaupt projektiert werden, die sonst gar nie projektiert werden würden. Projektierungsbeiträge sind nicht rückerstattungspflichtig, außer die Anlage wird nicht realisiert, wenn sie bewilligt wurde. Und es sind 40% der anrechenbaren Projektierungskosten. Man rechnet hier mit größeren Summen, denn Projektierungsbeiträge unter 30.000 Franken werden aus verfahrensökonomischen Gründen normalerweise nicht bewilligt werden. Hier gibt es einen rückwirkenden Anspruch, wenn Sie zum Beispiel eine Windkraftanlage ab dem 3.4.2020 projektiert haben, können Sie nachträglich noch Projektierungsbeiträge geltend machen. Auch hier wieder die Technologieneutralität, die überall hochgerufen wird. Die Projektierungsbeiträge gibt es nicht für Photovoltaik, sondern nur für Wasserkraft, Wind und Geothermie. Damit bin ich am Ende. Im Forum E können wir gerne weiter diskutieren oder jetzt dann auch in der Diskussionsrunde beim Online-Treffen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel und zu komplex. Es ist nur ein Teil des Mantelerlasses. Das schauen wir ein andermal an.